Los geht's, sind wir bereit? Alles klar. Ja, herzlich willkommen heute zum Vortrag Der Elefant im Labor. Was sind die Probleme der Wissenschaft? Freut mich sehr, dass Sie alle hier sind, trotz dieses sehr abstrakten Titels. Ich bin Theresa Völker und arbeite hier am Humboldt-Institut für Internetgesellschaft im Forschungsprogramm Wissen und Gesellschaft. Und ja, wie Sie sehen, habe ich Ihnen heute etwas mitgebracht. Zum einen erstmal den Elefanten im Labor. Den stelle ich Ihnen später im Detail vor. Erstmal vielleicht kennen manche von Ihnen das Sprichwort, das ist ein Elefant, der im Raum steht. Also ein Problem, was offensichtlich ist, was alle kennen, aber über das eigentlich keiner spricht. Und in der Wissenschaft gibt es von diesen Problemen, die offensichtlich sind, aber die eben nicht diskutiert und angesprochen werden, eben jede Menge. Und ich kann heute Ihnen nicht alle erzählen, aber ich habe eins rausgepickt und ich würde Ihnen gerne einen Elefanten eben vorstellen. Und das ist der Transfer von Wissen aus der Wissenschaft heraus in die Gesellschaft. Um das genauer zu verstehen, müssen wir erst einen Schritt zurückgehen. Und ich stelle Ihnen die drei Säulen der Wissenschaft vor oder die Frage, was machen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich den ganzen Tag? Und da gibt es sozusagen die erste Säule, das ist die Forschung, die zweite Säule ist die Lehre und die dritte Säule ist eben der Wissenstransfer in die Gesellschaft, unser Elefant. Forschung. Forschung ist ganz klassisch, natürlich zum einen einfach sich in Bücher zu vergraben. Sie haben heute Nacht vielleicht schon bei der langen Nacht der Wissenschaft einige Forschungsthemen kennengelernt. Hier am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft setzen wir uns mit der Frage auseinander, wie Gesellschaft und Digitalisierung sich entwickeln oder wie die Gesellschaft die Digitalisierung beeinflusst. Und dafür ist natürlich ganz wichtig, sich in Bücher zu vergraben, über Wochen, Monate und Jahre zu forschen, sich auszutauschen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber eben nicht nur in Büchern, sondern natürlich auch im Labor, bei Experimenten oder auf dem Feld, dass man mit Menschen ins Gespräch kommt, Interviews führt. Also es gibt praktisch eine Reihe von Methoden, mit denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versuchen, Probleme zu beantworten. Was das Besondere an der Forschung ist, aber dass es praktisch alles hier, ich nenne es mal, in der wissenschaftlichen Blase stattfindet. Also darin tauschen wir uns aus. Im nächsten Schritt wird dann eben in der Lehre versucht, hier ganz klassisch das kleine, die Tafel mitgebracht, relativ altmodisch. Es gibt natürlich auch bei der Lehre eine Reihe von neuen Formen, wie man lehren kann, das heißt, wie man das Wissen, was gesammelt wurde von Forscherinnen und Forschern über die Jahre, an Interessierte, zum Beispiel Studierende von einem einzelnen Fach heranträgt und denen letztendlich ein Handwerkszeug an die Hand gibt, wie man ja, das Wissen anwenden kann, wie man forschen kann, wie man das Themenfeld kennenlernen kann. Und das wird dann praktisch beigebracht. In diesen zwei Bereichen, diesen zwei Säulen, die Sie bestimmt auch schon kennen, gibt es natürlich auch jede Menge Elefanten im Raum, über die ich jetzt nicht sprechen möchte, weil ich möchte den Fokus eben auf diesen dritten Elefanten lenken. Und das ist der Wissenstransfer in die Gesellschaft. Was meine ich damit? Das klingt ja relativ abstrakt. Mich würde jetzt interessieren, ob irgendjemand von Ihnen schon mal von der dritten Mission gehört hat oder weiß, was das heißt, dieser Begriff. Das hatte ich eigentlich erwartet, dass es so wenige sind. Und es war jetzt auch kein Wissenstest im negativen Sinne, sondern wenn ich Kolleginnen oder Kollegen frage oder auch Leute, die mit mir studiert haben, diese dritte Mission, die kennt keiner. Und das ist ein Problem. Weil die dritte Mission geht eben darum, dass es neben Forschung und neben Lehre noch was Drittes geben muss. Und zwar die Erkenntnisse, die wir sammeln, das, was wir praktisch erforscht haben, dann auch wieder an die Gesellschaft heranzutragen. Und was meint man mit Gesellschaft? Es gibt praktisch drei Bereiche, in die man so grob einteilen kann. Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Ich kann nicht alle Bereiche heute ansprechen, deswegen konzentriere ich mich auf die dritte. Also Zivilgesellschaft, wie kann man Bürgerinnen und Bürgern einfach und gut vermittelt das Wissen praktisch erklären, was man eben den ganzen Tag im Labor, in der Bibliothek, wie gesagt, in Interviews erfährt. Und da vielleicht eine kleine Anekdote, um das ein bisschen greifbarer zu machen, was ich damit meine. Mir hat letztens eine Freundin erzählt, ja, sie hat zwar nicht in der Wissenschaft gearbeitet, aber sie würde jetzt auch forschen. Und war ganz glücklich und meinte, ja, sie macht jetzt Citizen Science. Für diejenigen von Ihnen, die nicht wissen, was Citizen Science ist, ist Bürgerinnenforschung. Also letztendlich werden Bürgerinnen und Bürger im Forschungsprozess beteiligt und mit einbezogen. Und sie hatte eben die Aufgabe, Tiere zu melden. Also zu melden, wenn in Berlin irgendwie Tiere, Waldtiere, weiß ich nicht, Füchse oder sowas sieht, soll sie das in diese App eintragen und dann wird damit ein Forschungsprojekt gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, was für ein Forschungsprojekt, was genau für eine Frage, was
was wird da so erforscht, was ist auch rausgekommen. Keine Ahnung, gibt es in Berlin mehr Tiere in der Stadt als in anderen Städten? Und da konnte sie mir dann schon nicht mehr so ganz drauf antworten und gerät so ein bisschen ins Schwimmen und war dann so, ja, so ganz kommuniziert würden jetzt die Forschungsergebnisse nicht, aber sie können es bestimmt rausfinden. Und es tat mir natürlich leid aus zwei Gründen. Zum einen, glaube ich, ist es großartig, wenn man Bürgerinnen und Bürger in die Forschung mit einbindet. Und ich glaube auch, dass es Sinn macht bei ganz vielen Forschungsfragen heutzutage. Die lassen sich gar nicht mehr nur alleine von uns Forscherinnen und Forschern lösen, sondern es macht Sinn, da die Bevölkerung mit einzubeziehen. Aber wenn wir danach nicht vermitteln, was wir damit machen mit den Daten, wenn wir danach nicht erklären, was dabei rausgekommen ist, dann ist es heutzutage, wie gesagt, bei Themen wie Klimawandel, bei der Digitalisierung, wie gesagt, heute Abend werden Sie vielleicht Themen kennenlernen, ist es, denke ich, ganz fatal, wenn man das eben nicht vermittelt. Und da ist ja die Frage, woran liegt es oder was muss man dafür ändern? Und da kommen wir wieder zurück zur guten alten Forschung, und zwar, wie läuft das Wissenschaftssystem aktuell? Es gibt so eine genannte Königsdisziplin oder ja, praktisch die Creme de la Creme versucht, in Peer-Reviewed Journals zu veröffentlichen. Das sind sogenannte Wissenschaftsjournale, die vorher begutachtet werden, wo man den Artikel einreicht und dann dauert das so 1 bis 2 Jahre, bis dann das Thema auch vielleicht nicht mehr ganz so aktuell ist und dann wird das eben veröffentlicht. Und da sitzen dann die Koryphäen der einzelnen Fachgebiete, begutachten das und dann werden da die Artikel veröffentlicht. Und das Prinzip, wie Karriere in der Wissenschaft da funktioniert, ist, je mehr man veröffentlicht, desto besser und je mehr man zitiert wird, desto besser. So, das ist an sich kein Problem, dass wir Regeln haben und es ist auch wichtig, dass wir diese Regeln haben in der Forschung, dass es Qualitätsstandards gibt, die sicher gehalten werden, dass es solche Formate gibt wie Artikel, aber es reicht eben nicht aus und deswegen muss man anerkennen, dass noch was daneben existieren muss und das ist eben nicht zu sagen, ich gebe die Forschung auf oder ich betreibe keine gute Forschung mehr, sondern einfach nur zu sagen, ich versuche letztendlich die Forschung, die ich mache, zu übersetzen. Und übersetzen ist dann wie, wenn ich Englisch oder Französisch lerne, mir zu überlegen, ja, reise ich nach Frankreich, kann ich Französisch? Nee, dann muss ich entweder die Sprache lernen oder mir einen Übersetzer, eine Dolmetscherin besorgen. Und das macht man bei der Forschung dann auch vorher. Wenn ich in eine Schulklasse gehe, muss ich mir vorher überlegen, was ist die Sprache in der Schulklasse? Kann ich diese Sprache sprechen? Schaffe ich es, meine Forschung zu übersetzen? Oder muss ich mir jemand anderen holen, der mir dabei hilft? Diese Fachsprache, die wir haben, und das ist, wie gesagt, wenn ich mich mit Habermas auseinandersetze, ich finde es sehr spannend. Vielleicht finden es auch noch meine 2 Forschungskolleginnen spannend, aber ich kann nicht einfach nur davon ausgehen, dass jeder versteht, was ich den ganzen Tag damit mache. Und da gibt es gerade im Zuge der Digitalisierung eben eine Reihe an Möglichkeiten. Sie heutzutage sind alle gerade bei einem der Formate, die lange nach der Wissenschaft, also ein Offline-Format, sage ich mal, aber auch in sozialen Medien, man kann heutzutage über seine Forschung twittern, man kann Blog-Journals betreiben, man kann Online-Magazine haben, man kann zu Science-Slams gehen, ich weiß nicht, ob einige von Ihnen das Format kennen. Also es gibt wirklich eine Reihe an Möglichkeiten, wie man auch die Forschung an die Gesellschaft herantragen kann, nur es muss halt eben anerkannt werden und gewertschätzt werden. Also der Elefant im Raum muss erkannt werden. Und genau. Ich freue mich, von Ihnen noch mehr Fragen zu hören, was es für Formate auch gibt, wie man das lösen kann. Und wie gesagt, wir machen ja auch schon eine Reihe an diesem Wissenstransferarbeiten, unter anderem in unserem Blog-Journal Elephant in the Lab. Da greifen wir eben nach und nach die Elefanten, die in der Wissenschaft lauern, auf und diskutieren sie und wollen sie an die Öffentlichkeit herantragen. Und genau, wenn Sie das interessiert, können Sie da gerne hingehen. Ansonsten lasse ich jetzt den Elefanten im Raum stehen und freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.